Okay. Ja, genau, wir müssen den Sprösslingsblättern nach, ne? Und an unserer Seite die kleine Zauberlehrerin, immer noch Piosas, obwohl wir ja auch jemand Neues schon haben. Oder der ist noch am Schlüpfen, glaube ich. Ich glaube, das wird unser Maxchen. Legt eure Streitigkeiten bei und geht. So, ich hoffe, bei euch läuft alles, aber ich denke doch schon. Der ist noch im Ei, genau. Birdside Eve wäre schon nicer, vor allem. Ja, der erste Teil. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das bringen. Die bringen so viele Klassiker gerade raus. Die haben wohl gemerkt, dass das funktioniert. Das ist wahrscheinlich besser wie neue Spiele. Naja. So. Also ich gehe jetzt stur den Blättern nach. Den Dungeon so richtig auseinandernehmen können wir ja dann immer noch. Stufe. Oh, Errungenschaft. Zähl bis 10. Stufe 10 erreicht. Nice. Gibt's wahrscheinlich in allen 10er Schritten. Das sind nicht die spannendsten Errungenschaften. Ich krieg Damage und heile mich. Ich füge Schaden zu. Ja, ja. Also ich hab diese eine Waffe, wo ich Schaden zufüge und dann geheilt werde. Und ich muss noch nicht einmal, das ist das Schöne, mit der Waffe den Damage verursachen. Ich kann auch als Magier zaubern und habe in der anderen Hand diese Waffe und werde geheilt. Dementsprechend kann ich als Mage natürlich viel mehr Mana Flass mitnehmen und noch mehr von hinten agieren. So. Pfad der Askese. Ja, und jetzt? Okay, wir gehen mal da lang. Schlafen. Ist mir egal. Erfahrung. Ah, stimmt, wir haben es letztes Mal gut gelevelt, ne? Man merkt's. Was war denn das für ein Item? Hm, okay. Von hinten agieren. Ja, beste, beste. Von hinten immer schön reinschießen. Als Magier. Mit den Schimmersteinchen. Und was anderes reden wir hier nicht. So. Okay, da geht aber nichts. Da ist noch eine Spur. Ja, super. Ja, jetzt wird's knifflig, weil wir können da nicht drüber springen. Das heißt, wir müssen ein bisschen nachdenken. Ja gut, wenn ich jetzt schon mal hier bin, dann gucke ich, was da unten ist. Ein Bäumchen. Alle am Pennen hier. So. Oh, unser Damage. Haut gut rein. Eichenholz. Ja, endlich mal ein realistischer Loot. Ich hab schon gedacht, ich krieg jetzt wieder ein Kakerlackenauge oder sowas. Es grünt, es grünt. Ah, das war gut. Komm ein Stück weiter. Okay. Also ich hoffe, dass es gut war. Oh, wie schön. Vielleicht haben wir ihn jetzt auch verloren. Aber egal. Können wir wenigstens erkunden. Ne, hier geht's weiter anscheinend. Gut. Okay. Genau. Ja, wir können das ruhig beibehalten. Der Max ist ja jede zweite Woche dabei aktuell. Also warum nicht? Da ist er. Ich kann deine Schmerzen lindern. Ehrlich? Ja. Tu's nicht. Puh, noch mehr Gesellschaft. Es gibt kein Entkommen, Sandra. Du wirst für deine Taten büßen. Mich fängt niemand. So sieht ihr also aus. Du kannst dich doch der Gruppe anschließen, oder? Dann vergessen wir das, was war.
Und tschüss! Verdammt! Sie ist auf... Okay. Au! Autsch! Oh wow, mein Bauch tut gar nicht mehr weh! Was? Yippie, es geht mir wieder gut! Ach, halt die Klappe! Jetzt wird nicht gefeiert! Oh, oh! Noch ein ermordeter Yumi! Das ist entsetzlich! Oh nein! Trotz allem danke ich dir für deine Hilfe. Bitte, nimm dies. Du hältst das Artefakt, uralte Steintafel. Schon wieder was für die Map. Sandra, ich werde dich fangen. Das schwöre ich. Das war's. Aber man merkt natürlich, ja, die Flamme der Hoffnung. Da wird's eine Folgequest geben, ganz klar. Das ist noch nicht vorbei. Okay. Wir gehen nach Hause. Die Grotten müssen wir uns später nochmal angucken. Klar, da sind wir jetzt nur ganz schnell vorbeigehuscht. Aber schon aus den besagten Gründen erstmal nach Hause, bitte. So, gucken wir erstmal nach dem Bäumchen. Wo waren das Bäumchen? Hier nicht. Oh ja, Kaktus-Tagebuch. Gut, gut. Mhm. Schick mal wieder einen Kommentar ab. Ah, da ist doch was. Fertig. Das sehe ich doch. Nein, zurück. Mann. Und das kriegt man... wenn man große, lange Samen kombiniert. Aubergine. Errungenschaft. Die Früchte der Arbeit. Cool. Achso, ich muss das immer da reinmachen. Blub. Bring mir deine Samen, dann lasse ich ihre Früchte für dich reifen. Ja, du kriegst... Ey, ich bin noch nicht fertig. Hallo? Naja, es war noch eine Quest. So, der Mana-Garten ist jetzt auch fertig. Gut. Shit, jetzt habe ich... Ach, jetzt hätte ich nochmal mit dem Kaktus reden müssen. Ich wusste nicht mehr, dass das eine Quest ist. Mann, jetzt lass mich doch nach Hause wieder. Ich gehe jetzt sofort zum Kaktus, bevor noch irgendwas passiert. Okay, dann mach's gut. Hoffentlich geht's ohne mich nicht schief. Ich glaube, die nehme ich aber nochmal mit. Solange wir niemand anderes haben. Die war besser wie der Junge. Ja, schweigt vor dich hin, mit ihm reden. Weide Männchen. Okay. Etwas nervig nach jeder Quest, ja. Wenn man das einmal vergeigt, und das haben wir jetzt schon ein paar Mal. Na naja, gut, was willst du machen? Ist ja auch nicht das Wichtigste. Oh, ja, okay. Wo ist das jetzt? Die zwei hatten wir schon. Da. Boah, ganz schön weit unten, der Mana-Garten. Hä? Was ist denn jetzt? Ah, da. Bleib doch mal hier. Großvaterbaum ist so groß und furchteinflößend. Wenn ich ihn sehe, will ich mich unter seinen Wurzeln verstecken. Seine Wurzeln scheinen mir das beste Versteck zu sein. Ah, beim Bäumchen bist du sicher. Und jetzt sagst du nichts mehr, ne? Andere schon wieder vergessen. Ja. Kurzzeitgedächtnis. Naja, okay. Kann man nichts machen. So, ich mache erstmal hier meine Angelegenheiten fertig und dann nehme ich sie wieder mit. Wahre Helden schreiben mir Questlog selbst, ja, ne? Sie lässt halt einen Kaktus machen. Da kann man halt auch nicht viel erwarten. Das stimmt. So.
Jetzt aber bitte alles abernten. Lilienerbsen. Da geht noch was. Nochmal, okay. Mhm. Na komm. Auch was Neues? So, keine Ahnung, was es bringt. Wir machen es einfach. Aber jetzt werden wir eine andere Kombo probieren, wenn ich andere Kombos habe. Hier sind einige Samen, die ich hervorgebracht habe. Achso, wir kriegen im Umkehrschluss ja auch immer wieder welche. Nämlich einen großen Samen und einen langen Samen. Wer hätte es gedacht? So, aber jetzt mal was anderes. Was habe ich denn hier noch? Jetzt machen wir mal kleine Samen. Gemischt mit... Ja, heute machen wir mal klein und lang. Mal gucken, was das so gibt. Was Kleines, Langes. Das sind gute Samen. In einigen Tagen kannst du die Früchte pflücken. Wir haben jetzt halt noch nicht so viel Auswahl. Später gibt es da noch exotischere Dinge. Okay. So, und nun gehen wir gucken, ob das Mäxchen geschlüpft ist. Müsste ja eigentlich. Oder ist es nichts geworden? Monsterscheune. Und, ein Reptilienei. Das sieht ja cool aus. Ich habe erst gedacht, wir kriegen so eine Mini-Echse. Aber dann kriegen wir auch gleich so ein fettes Teil. Ja, Piosas kann jetzt für immer in der Farm bleiben. Gib diesem Monster einen Namen. Jo. Oh nein, super. Einmal zu oft gedrückt. Was habe ich jetzt davon? So. Wenn wir ein Mäxchen nennen, wird das sich aufregen. Das ist so eine ähnliche Geschichte wie mit dem Wölfchen. Aber ich kenne da nichts. Er hat nicht explizit gesagt, wie er heißen will. Kleine Freiheiten sollten mir doch erlaubt sein. So. So, okay. Ist Mäxchen, gut. Aktuellen Begleiter hier lassen. Ja, bye. Du gehst. Max Hörnchen. einen Begleiter mitnehmen. Ja, bitte. Machen wir erstmal alle füttern. Bevor ich jemand mitnehme. Weiß ja nicht, ob das einen Unterschied macht. Maxin ist jetzt schon stärker. Piosas hat immerhin zu Stufe 3 gelevelt. Eine Klapperboa. Mhm. Angriffskraft auf 10, das wird noch. Gut, ihr kriegt alle noch Essen. Jetzt ist Max leider nicht da und kann uns auch nicht sagen, was er essen will. Das heißt, ich werde ihn mit Leckereien hier verköstigen. Ich gebe ihm ein bisschen Vogelfleisch. Und dazu das, was wir gerade abgeerntet haben. Vielleicht ist das gut. Und dazu noch so ein Zitrus. Eine gute Mischung, oder? Davon wird man satt. Der Trog von Maxin ist voll. So, Piosas kriegt auch nochmal. Jo. Ah, der hat noch nichts gegessen. Ah, okay. Dann kann. Die essen also wirklich nur, wenn sie auch zu Hause sind. Alles klar. Okay. Gut. Gut, dann kann das ja jetzt essen. Einen Begleiter mitnehmen. Maxchen. Sieht schon cool aus. Yeah. Hat was. Besser wie so ein Poco-Puschel.
So, nehmen wir noch jemand mit. Komm zurück. Warum nimmst du mich mit? Nicht mit, ich nehme dich mit. Ja, du bist nützlicher. So war zumindest mein Eindruck. Ist vielleicht auch unfair. Vielleicht muss Bud einfach nur ein bisschen mehr leveln, bis er zum Bud Spencer wird, aber so viel Zeit habe ich nicht. So, wollten wir zu Hause noch was machen? Nö, ne? Das war's. Ich nehme mich erst zu Halloween wieder um. Naja, gucke mal wohl. primär kriegen erstmal die Namen, die sich freiwillig melden. Und erst wenn sich keiner mehr meldet, dann werde ich auslotsen. Mhm. Joa, ein bisschen leveln müssen wir jetzt schon, Leute. Bevor wir gleich ins nächste Artefakt gehen. Wir gehen deswegen nochmal in die Gattgrotten. Außerdem fühlt sich das ja unvollständig an. Wir haben ja fast nichts gesehen in dem Dungeon. Ich will aber nochmal speichern. Darf ich das hier überhaupt? Na gut, dann machen wir es in den Grotten, komm. Der Minimokri. So, darf ich hier speichern? Aber ja. Nee, ich glaube, hier bin ich doch falsch. Falsches Menü. Ups. Hier ist immer richtig. Hm? Ja. Bin ja mal gespannt. Ah, wir können gleich zum Wasserfall. Das mache ich mal. Vielleicht passiert hier ja was Spannendes. Da war vorhin ja nichts. Das ist ja nett, dass man das jetzt überspringen darf. Ich bin aber mal gespannt, wie morgen Xenosaga wird. Das ist ja auch so eine Rollenspielreihe, die komplett an mir vorbeiging. Bin ich echt mal gespannt. Ja, und wie gesagt, morgen gibt es dann Late Night. So um 23 Uhr wahrscheinlich wieder. Mal gucken, ob wir Carrion endlich durchschaffen. Aber egal, ob wir es durchschaffen oder nicht, am Donnerstag würde ich dann zur Late Night, wie gesagt, Shady Parts of Me machen. Also wahrscheinlich beides im Wechsel, bis es durch ist. Und wenn die durch sind, dann habe ich schon ein weiteres Indie-Game bereit, auf das ich sehr neugierig bin. Aber ich verrate noch nicht, welches. Okay, hier geht nichts, ne? Schade, ah, da kommt bestimmt irgendwann noch was. Gut, ich gehe jetzt noch ein bisschen in den Dungeon rein. Ob die Blätter jetzt immer noch da liegen? Wahrscheinlich nicht, ne? Jetzt wäre zur Orientierung aber ganz gut. Na egal, guck mal einfach mal. Achso. Ich dachte schon, da liegt jemand, aber es war nur ein Gegner. Yeah. Ja, okay. Na Max hier macht... Ja, ist gar nicht mal so schlecht, der Damage. Vom Maxeline. Du hast Spezialtechnik gemeistert, nämlich die Axtbombe. Aha. Und wir haben Moorfleisch und Säure bekommen. Keine Erfahrung. Toll. Ja, ich habe was vorbereitet. Es ist wieder ein Game Pass Game, was ich entdeckt habe. Ah, by the way, Gerüchten zufolge, also starken Gerüchten zufolge, soll dieses, wahrscheinlich diese Woche noch, PlayStations, wie heißt Spartacus? Oder
Ist doch so, ne? Soll enthüllt werden endlich. Und relativ zeitnah erscheinen. Ich werde es mir wahrscheinlich sofort holen. Und dann kann ich Now, beziehungsweise dann ist Now auch da mit drinne. Und dann kann ich auch wieder meine Plus-Titel spielen. Diese Woche soll was kommen. Ich bin sehr gespannt. Also dieses, was geleakt wurde, so, wenn das wirklich so die Modellpreise sind, dann wäre ich sofort dabei. Schokolade. Yeah. Guardians of the Galaxy. Ah, das ist ja nicht so meins. Ich fühle mich relativ stark hier. Muss ich ja mal zugeben. Ich glaube, wir sind bereit für den nächsten. Das nächste Artefakt, habe ich so das Gefühl. Aber ich weiß nicht mehr, was das letzte Mal so. Hatten wir nicht noch einen guten Zweitplatzierten? Ach, wir wollten einfach nochmal. Kiste. Vogelfleisch, ja. Genau wegen eurem Essen mache ich das. Nur deswegen gehe ich in diesen Dungeon. Wie wär's mit einer neuen Waffe? Ja, sei nicht so schüchtern. Oh, er hat eine Stufe bekommen. Oder war ich das? Ich glaube, er war das. Großer Max. War ich schon, ne? Ja, yeah, gönnt. Wieder Morphfleisch. Ich bin jetzt im Kreis gerannt. Sehr typisch für mich. Ah, nach rechts geht's hier nicht. Was bist du denn? Müssen alle Gegner so knuffig aussehen? Ah, das ist so eine Mana-Krankheit, ne? Das geht halt nicht anders. Haben wir alles? Ach so, das ist noch ein Gegner. Ups. Danke, Max. Scharfe Kralle und Nadel. Ah, die geben auch nicht so viel Erfahrung. Die einzigen ganz okay, aber sonst... Ne, Moment mal, jetzt gehen wir nicht schon wieder... Obwohl, doch, doch. Da lang und dann mal... Links? Ne, da ist nicht. Okay, dann gleich nach rechts. Das letzte Mal bin ich, glaube ich, in die... Okay, jetzt bin ich verwirrt. Mach ich hier schon? Ich glaube, da kam ich ursprünglich her, ne? Jetzt bin ich gleich wieder auf der anderen Seite, glaube ich. Ich wette mit euch, da ist noch irgendwo eine Kiste versteckt. Garantiert. Ja, Alice Madness Returns ist jetzt auch im Game Pass mit drin. Das stimmt, habe ich auch gesehen. Schleimies, okay, anscheinend sind wir doch wo neu. Ich will aber Schokolade. Und keine Bonbons. Bin ich hier? Ja, ich glaube, wir finden nichts mehr. Huch! Bäumchen haben wir noch gefunden. 10 Euro im Monat. Der Game Pass. Und sind immer wieder mal Angebote da. Also ich habe ja im Januar zugeschlagen. Da gab es 3 Monate für 0. Also gratis, Schnupperkurs. Aber es hat mich halt überzeugt. Es ist halt wirklich... Allein
aus dem Grund, dass es halt Release-Games im Game Pass gibt, war für mich ein Riesenargument. Und auch so allgemein ist das Angebot echt gut. Ich kann mir gut vorstellen, dass Sony mit ihrem neuen dann da gut konkurrieren können. Vor allem, wenn sie wirklich viele Klassiker da noch mit ans Boot holen. Nicht nur neue Releases, sondern auch noch Klassiker. Dann sollte es ja im Gesamtpaket noch besser sein. Aber ich denke, ich werde einfach beide behalten. Weil früher hatte ich nur PlayStation Now und PlayStation Plus. Und wenn das dann wegfällt, habe ich eben das neue PlayStation und Microsoft. Und bin dann in allen Rahmen, glaube ich, bedient. Wenn man dann insgesamt 20 oder meinetwegen 25 Euro im Monat dafür hinblättert, um hunderte Spiele spielen zu können und sogar Release-Games, die man sich da nicht kaufen muss. Ich denke, da macht man nichts falsch. Hier ist niemand vorbeigekommen. Du solltest anderswo suchen. Das ist ja jetzt aber interessant hier. Aber anscheinend ist es mit einer Quest verbunden, denn die lassen mich da nicht durch. Na super. Die lassen mich nicht durch. Eventuell ist es auch das alte Gebiet und die wollen nicht, dass ich dahin gehe, aber das macht ja keinen Sinn. Da muss ja was Neues sein. Ich liebe diesen Baum. Oh, sorry Max, ich habe gerade Max für einen Gegner gehalten. Aber Max, müssen wir mal sagen, er ist ein bisschen langsam. Ich meine, der ist gerade zu mir geschlichen. Ich habe gedacht, das ist ein Gegner. Bis ich dann gemerkt habe, nee, es ist Max. Und dann schleicht er mal auf die andere Seite. Da war unser Pokopuschel ein bisschen schneller unterwegs. Genau, wegen Mario. Beziehungsweise im Grunde habe ich nahezu alle angeschrieben und schon alles fix gemacht. Bis auf bei denjenigen, wo ich einfach davon ausgegangen bin, okay, die sind ja eh mal da, das wird schon passen. Und sollte es mal nicht passen, ne, dann sagt einfach Bescheid. Also ist ja nichts in Stein gemeißelt. Kann man alles noch tauschen, wenn mal was ungünstig sein sollte. So, jetzt komme ich langsam in die Phase, ich will hier raus. Aber hey, alles fürs Level. Oh Mann, also Max. Also es freut mich ja, dass du ein bisschen mehr Angriff machst, aber... Dein Rumgeschleiche ist anstrengend, also jetzt mal ehrlich. Die sind alle gerade so passiv irgendwie drauf. Ja, wenn ihr nicht hier mitarbeitet, dann krieg ich eben die Erfahrung. Da kenne ich nichts. Ich habe gestern auch ein bisschen Tunic gesehen. Ich glaube, das mag ich spielen. Ja, sieht echt gut aus. Habe ich auch gern zugeguckt. Mario Kart würde mein Jüngster auch gerne wieder... Na klar, jeder, der Bock hat. Auf jeden Fall. Je mehr, desto besser. War letztes Mal schon super lustig. Nehmt Maxchen die Rassel weg. Ja. Und einen Turbo. Ja, können wir nicht irgendwie Max und Piosas kombinieren? Fusionieren? Nee, falsches Spiel, ne? Ah, das wär's doch. So ein Maxchen-Angriff. Jetzt bist du schnell. Mal außerhalb des Kampfes kann er, ne? Oh, shit, da ist er. Max, bist ein ganz tolles... Guck mal, das bist du. Bist ganz toll machst du dich, wirklich. Im Kampf. Oh, du bist so schnell. So ein schnelles, gutes Tierchen. Das mir hier im Kampf hilft. So. Ja gut, ich will jetzt raus. Ich habe den Sprössling gefunden. Oder einen anderen halt. Hallo. Hallo.
Ich liebe die Luft. Okay. Hier gibt's auch keine Boings, ne? Die uns rausschicken. Aber hey, ich bin woanders. Ist nicht sinnlos. Also es ist nicht sinnlos, wir leveln. Feuerhafe. Tierknochen. Okay, alles drauf. Die Rabe bekommt Panzerab-Variante. Ja, mir ging's doch auch nicht besser. Es ist halt Mario Kart. Ich habe mich mit dem Schicksal schon abgefunden. Mimik! Frech. Aber ein leichtes Mimik. Mondkristall. Okay, wir waren hier noch nie. Definitiv jetzt. Warte erst Käse. Ey Max, das sind doch deine Brüder. Okay. Komm. Nimm. Ja, sehr schön. Er hat sich seine Brüder einverleibt. Okay, cool. Freut mich aber, dass wir noch was entdeckt haben. So, jetzt will ich langsam raus. Ich will raus! Okay, das Bäumchen nehme ich gerne mit. Nein! Ich will kein Eichenholz von dir, ich will die Erfahrung. Wieso? Zweimal kämpfen im Screen. Jetzt geht's aber los. Was war denn das? Das hat nicht Max gemacht, oder? Nee. War wieder die Zauberin. Die hat wieder irgendwas vorgehabt. Was ist denn das? Hallo? Wir teilen unser Elixier mit jedem, der ein Fass in der Seele hat. Der ein Fass in der Seele hat. Okay. Hier stellen wir das gesegnete Elixier her. Dieser heilige Trank ist für die Rituale des Tempels unentbehrlich. Alles meins. Verkohlte Fledermaus. Yay! Ich hab mal wieder den Checkpoint hier. Verkohlte Fledermaus. Ein Traum wird wahr. Ich dachte, ich kriege ein Elixier. Da sind Fässern drin, ne? Wollknäu. Ja, dann gönn mal Elixier hier, hallo. Nein? Wow. Toll. Jo, gut drauf hier. Freut mich. Nice. Gute Erfahrung. Gut. Ja, dem Max gönne ich die Erfahrung. Ich glaube, aus dem kann noch was werden. Pyros, das ist sowas zum Knuddeln, ne? Oder man kann es gut als Kissen benutzen. Aber bei Max, das sehe ich Potenzial. So rein theoretisch. Oh, wir sind draußen. Okay, reicht jetzt aber auch. Zum Tempel. Aber wir haben viel gefunden. Es war nichts umsonst. So, dann gucken wir mal, ob hier irgend noch eine Quest offen ist. Ansonsten... schauen wir mal. Ich rede jetzt aber nur mit den mir auffälligen Leuten, würde ich vorschlagen.
Schau mal, wer bist du? Ah ja, die Dame, die Mineralien verkauft. Aber da brauchen wir gerade nix. Klippenterrasse. Hier ist nichts. Ich glaube, hier gibt es keine Quest. Zumindest aktuell nicht. Letzte Chance. So. Ansonsten machen wir gleich eine Umfrage, würde ich vorschlagen. Über die aktuellen Artefakte. Aber ich werde das, was wir zuletzt bekommen haben, das Artefakt werden wir nicht mit in den Vote nehmen. Weil primär wäre es besser, wenn wir die alten Artefakte erstmal benutzen. Sonst kommen wir in Gebiete, wo wir vielleicht noch nicht so mächtig sind. Okay, also hier ist nichts mehr los aktuell. Ich mache noch einen ganz kleinen Schwenker nach Dominia, oder wie es heißt. Dominia. Die Dungeons haben wir ja und sonst ist noch nichts auf der Erde, ne? Okay, mal kurz hier reingucken. Ob da noch irgendwas anders jetzt ist. Oh, wie oft wir da schon rumgeschlappt sind, ne? Wir werden es noch viel, viel öfters tun, Leute. Immer so mit der Hoffnung, dass gewisse Charaktere noch erscheinen. Aber man weiß halt nie genau, wann man die triggert. Nach gewissen Missionen natürlich. Ein typisches Mädchenzimmer, oder? Mach dich bitte nicht über mich lustig. Mein Vater hat das alles ausgesucht. Ja, sie zum Beispiel war doch eine Zeit lang nicht hier. Jetzt ist sie hier, aber okay, bringt leider nicht viel. Knabberzeug. Ich habe gar nichts mehr zum Knabbern. Ich muss morgen unbedingt einkaufen gehen. Ich habe wirklich nichts mehr da. Ich habe heute die letzten paar Nudeln gegessen. Alles leer. Oh, ich habe noch Reis. Reis habe ich noch. Aber Reis allein ist langweilig. Ach, jetzt renne ich wieder da rein. Hast du eigentlich mal aufgestockt? Nee, ne? Die stocken nix auf. Nee. Ein Ritterladen unten links. Moment. Meinst du hier? Kennen wir ja. Ich habe mit allen gesprochen jetzt, ne? Also hier ist nichts. Hier passiert zumindest nichts Spannendes. Itemladen hier. Ach so, die mein. Ach so, ja, die Statue. Hat mir ja das letzte Mal schon das Thema. Stimmt, stimmt. Aber da passiert gar nichts. Ja. Ich weiß auch nicht mehr, ob das die Speicherpunkte von damals waren. Aber ja, die waren eigentlich golden, das stimmt. Wobei. Gab es nicht goldene und silberne? Nur mit dem Unterschied, dass die goldene auch noch Leben auffüllen und die silbernen nicht. Aber das kann ich auch jetzt total verwechseln mit etwas. Weiß es nicht. Auf jeden Fall kann ich nichts dran machen. Wenn es storytechnisch ist, dann... Oh! Ich suche nach einer Freundin. Oh! Die Suche nach Pearl geht weiter. Ja, das können wir machen. Die haben wir nämlich letztes Mal verloren, wisst ihr noch? Die haben wir irgendwo gesehen und dann wollte ich ihm das sagen. Hat ihn null interessiert. Jetzt auf einmal will er sie suchen. Okay, wir bieten natürlich die Hilfe an. Ich wäre zwar dankbar, aber du solltest dich von uns fernhalten, sonst... Komm schon, gehen wir!
Begleiter fortschicken. Okay, dann mach's gut. Hoffentlich geht ohne mich nichts schief. Ich danke dir. Okay, wo wollen wir hin? Ja, wo wollen wir denn hin? Ja, wahrscheinlich in den einen Dungeon, wo wir sie zuletzt gesehen haben, ne? Aber warum wollte er das letzte Mal denn nicht mit? Vielleicht hatten wir noch nicht... Keine Ahnung, vielleicht gibt es Level-Anforderungen und wir hatten das noch nicht. Weil das ist eine Folgequest. Und die Folgequest geht vielleicht erst ab Level 10, weil wir jetzt Level 10 sind. Keine Ahnung. Nur eine Theorie. So viele Möglichkeiten. So kann ich ihn gerade nicht speichern. Bin hier doch absolut in einem friedlichen Gebiet. Jetzt kann ich speichern. Ja, dann machen wir die Quest hier. Dann gehen wir zum... Ja, Wegesrand war es, ne? Genau. Ich hoffe, wir finden die. Aber der Dungeon war ja noch super klein. Das sollte gehen. So, einen Moment. Okay, weiter geht's. So, das war die Landstraße, ne? Ja, die Grotten waren es nicht, die Höhlen nicht. Es muss hier gewesen sein, wo wir sie zuletzt gesehen haben. Und da stand die eigentlich relativ am Anfang. Mal schauen, ob unser Begleiter jetzt drauf reagiert. Eine Mission hat auch noch nicht angefangen, ne? Das verunsichert mich ein bisschen. Aber wir gucken einfach mal. So. Meinen gefährlichen Poco-Puschels. Dankeschön. Käferfleisch. Lecker. Falls auf Mann ist auch ganz gut gemacht. Und das fieseste und schwerste Boss ist dort der Schwarzmümmler. Klingt ja auch fies. Na, Trials of Mann habe ich nie gespielt. Ja, hier lohnen die Gegner halt wirklich nicht mehr, also. Autsch. Geh weg. Tierfleisch und durchsichtige Feder. Naja, das klingt wenigstens ein bisschen seltener. Hier wäre wieder ein Speicherpunkt. Ich gehe jetzt mal... Ja, die wird ja nicht bei Gaia hocken. Nehme ich mal an, ne? Gehen wir mal runter. Ach, Pearl. Wo bist du denn? Pearl, gib uns ein Zeichen. Klein und lang haben wir dabei, okay. So, oh nice. Immerhin. Ja, ist halt uncool, ne? Wenn man nicht weiß, ob man richtig ist. Aber immer im Hinterkopf behalten, wir leveln, wir leveln, wir leveln. Nichts ist umsonst. Die Kira-Schlucht. Unsere Schlucht.
Der muss aber auch fünfmal draufhauen, bis was tot ist. Ihr könnt mir ja wenigstens so einen Hinweis geben. Aber nö. Ich glaube, wir sind gerade in Richtung von Gaia, oder? Dabei dachte ich, der ist ganz oben. Ach. So. Ja, mal schauen. Vielleicht hat sie sich ja doch dorthin verirrt. Vielleicht weiß Gaia ja etwas. Willkommen, willkommen. Nicht so schüchtern. In Ordnung. Guten Tag, was möchtest du wissen? Oh, cool. Ich habe viele Fragen an dich. Ich bezweifle, dass du alle beantworten kannst. Aber du kennst die Antworten auf all deine Fragen bereits. Du nimmst mich nicht ernst, was? Die Antwort auf diese Frage schlummert ebenfalls in dir. Voll das Orakel. Was für eine Zeitverschwendung. Warum fragst du nicht, wo Pearl ist? Zeit ist, was du daraus machst. Du bist immer wieder herzlich willkommen. Ich glaube, wir können mit jedem Charakter dahin und einen lustigen Dialog freischalten. Das war's doch wert. Okay. Ey, wenn die in dem Dungeon nicht ist, dann habe ich keinen Hinweis. Dann wüsste ich nicht, wo ich gucken sollte. Aber eigentlich, ne? Vielleicht ist sie ja jetzt mittlerweile in den Grotten. Weil das neu getriggert ist. Vielleicht. Aber ich check erst den Dungeon durch. Aber es macht doch keinen Sinn, dass sie jetzt in den Grotten ist. Also in den Gardagrotten, meine ich. So. Dann guten Hunger, Sapsi. Ja, wir suchen immer noch Pearl. Haben gerade mit Gaia gesprochen, gab einen lustigen Dialog. Weil sich unser Begleiter dort eingemischt hat. Ich weiß gar nicht gerade, wie er heißt. Wissen wir überhaupt seinen Namen? Not sure. Ja, die mag ich doch. Das könnt ihr bitte immer droppen. Komm, gönn noch mal. Yeah! Ist das geil. Einfach mal 81 Erfahrung. Waren wir in der Höhle schon mal? Schauen wir mal. Ja, ich glaube, da waren wir schon mal drin. Aber ist da auch eine Pearl? Linse Sup. Ist auch mal lecker. Ja, ich hatte heute, wie gesagt, nur Nudeln. Nicht mal mit einer Soße dazu. Einfach nur, einfach so mit Butter und Reibekäse. Schmeckt ganz gut. Warum schlurften die jetzt? Das klassische Resteessen vor dem Einkauf. Mal gucken, was morgen so im Angebot ist. Ein Tag vor der automatischen Verlängerung PS Now gekündigt. Sehr gut. Sehr gut. Ja, bei mir ist noch Zeit. Aber ich habe es bei PS Plus fast genauso knapp gemacht. Ich glaube, da war auch nur noch ein Wochenende dazwischen. Und das hätte 60 Euro gekostet, weil ich das noch im Jahrespaket hatte. Musste nicht sein. Vor allem, weil der März eh schon teuer genug war. Holy shit. So. Tja,
Ich habe heute leider keine Perle für dich. Reste essen müsste ich auch mal wieder machen. Das sind meistens Reste, die nur ich esse. Aber wenigstens werden sie gegessen, ne? Ey, ich kann das überhaupt nicht haben, Dinge wegzuschmeißen, ne? Ich bin da super pingelig. Ich achte da so drauf, dass bloß, was ich kaufe, auch gegessen wird. Ich kenne da so manch andere, die ständig Zeug wegschmeißen. Ey, das tut mir immer so leid. Weiß nicht, kann das... Oder die immer so einen knallvollen Kühlschrank haben und dann am Ende eh die Hälfte davon wegschmeißen müssen. Ich verstehe das nicht. Da blutet mein Creed-Herz. Es blutet. Tja, also in der Höhle ist nichts. Wenn jetzt da links unten nichts kommt, dann war's das. Keine Pearl. Oh, nochmal in die Grotten gehen? Ich weiß nicht. Wir haben überhaupt keinen Anhaltspunkt, dass die jetzt in den Grotten ist. Nur weil wir das als neuestes freigeschaltet haben. Und ich möchte heute auch gerne noch ein bisschen Story erleben. Das ist vielleicht mein größter Kritikpunkt an Legend of Mana. Also so cool, wie ich das mit dem Welterschaffen und mit den Artefakten und alles finde. Aber dieses Mission suchen und dann keine Anhaltspunkte, wo es jetzt ist, das finde ich mühsam. Das hätten sie besser machen müssen. Wenigstens kleine Anhaltspunkte, aber du kriegst ja jetzt zum Beispiel gar nichts. Er sagt nur, ich suche Pearl. Ja, super. Soll ich jetzt die ganze Welt auseinandernehmen? Ja, da, wo wir sie zuletzt gesehen haben, ist sie nicht. Es gibt noch eine Ecke, da gehe ich jetzt noch hin. Wenn ich sie wiederfinde, nämlich unten links. Aber dann, ja, war es das hier. Aber hey, immer, wir leveln, alles gut. Eigentlich müssten wir immer die zwei Gegner machen zum Leveln, das ist ja Wahnsinn. Hört sich das an? Doch hier die ganze Zeit hin und her rennen. Wieder mal Käferfleisch. Lass mir mal, was an Essen da ist. Danach kann ich zwar rollen. Ja, ohne Mist. Ey, lieber mache ich ein richtiges Food-Koma. Mir geht's danach beschissen, als dass ich was wegschmeiß. Aber mittlerweile kennt man ja so. Also die eigenen Portionen. Das ist natürlich bei Mehrpersonenhaushalt ist das natürlich ein bisschen anstrengender. Das dann alles zu vernichten, rechtzeitig. In meinem Fall kenne ich meine Portionen ja ganz gut. Manchmal sind die Augen wieder größer. Dann muss ich kämpfen, aber dann ist das halt so. So. Also oben ist Gaia und jetzt rennen wir halt nochmal nach unten links und das war's dann. Gibt sonst keinen Weg mehr. Obwohl, nee. Wir waren oben rechts noch nicht. Gaia war ja auf dem Weg, wo wir gerade eben waren. Ganz rechts. Aber ganz oben rechts war... Was war da eigentlich dann? Müssen wir mal gucken gehen. Nicht, dass er da hockt. Das war alles umsonst. Also, jetzt nochmal schnell nach oben rechts gucken, dann nach unten links und dann gebe ich es auf. Sieht aber auch schon wieder nicht gut aus. Zumal die Mission ist nicht mal gestartet. Ich glaube, das ist das größte Problem gerade. Wenn wenigstens die Mission gestartet hätte, würde ich mir denken, okay, wir können es schon machen, aber so. Vielleicht haben wir nicht mal das Artefakt mit Pearl geöffnet, wo sie gerade ist. Ich weiß es nicht.
Yeah. Wenn Wolf da ist, haben die Jungs auf einmal Hunger auf das, was du machst. Okay, ansonsten nicht. Ja, aber kenne ich. Wenn Töchterlein hier ist, fällt auch vieles flach. Beziehungsweise, wenn ich es doch mache, dann wird nur rumgespienst am Teller und oh, ganz anstrengend. Ganz nach dem Motto, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Ganz schlimm. So, Dalam. Wie hieß das gerade? Das ist jetzt aber nicht die Kira-Schlucht, oder? Oder wie das hieß? Das ist jetzt was anderes. Ich hab nicht auf den Namen geachtet. Ob jetzt nicht wieder beim Baum. Ah, nee, okay, das ist das. Okay, alles klar. Shit, und das war's hier. Okay, dann bleibt jetzt nur noch ein Weg. Ansonsten hat Pearl gelitten. So. Ja, ich glaube, Pearl hat nichts dergleichen gesagt. Hat die nicht einfach nur sowas gesagt nach dem Motto, sie ist, hat sich verirrt und... Ja, viel mehr hat sie doch gar nicht gesagt. Und dann bin ich gleich zu ihm gegangen, nach dem Motto, wir holen sie. Aber der war ja nicht interessiert. Was ich auch nicht verstehe. Und jetzt auf einmal hat er Bock, jetzt ist sie wieder nicht da. Vielleicht ist es auch so ein trolliges Katzen-Maus-Spiel zwischen denen. Sehen, wie der Wolf für die Beute herfällt, instinktiv bekommen die Angst, leer auszugehen. Das könnte natürlich auch sein. Futterneid. Sehr gut. Ja, wer weiß, ne? Das ist so ein Klassiker, ne? Die Angst, dass es nicht reicht. Und hinterher frisst du 3 Tage davon. Ältesten Bogen. Tja, leider arbeite ich mit keinem Bogen hier. So, jetzt noch da nach unten und das war's. Dann sind wir die ganze Straße durchgedoppelt. Ja. Weggebamst. So. Die Schnelle finde ich auch keinen. Ja, ist auch super schwer bei Legend of Mana, weil das immer so viele Folgequests sind. Und ich vermute, dass es sich halt auch, je nachdem, was man für Artefakte hat, dass sich das dann weiter triggert. Ist super. Auch wahrscheinlich super schwer nachzulesen, ne? Kann man nichts machen. Ich habe halt gehofft, sie ist noch hier, aber... Okay. Ah ja, sind wir schon da. Sagst du was? Kannst mich alles fragen, ja, aber nicht das, was ich will. Ja. Tschüss. Der boinkt mich zu Gaia. Okay, dann war's das. Dann gab's doch keinen unteren Weg mehr. Jo, tut mir leid.
keine Pearl für dich. Ich gucke jetzt nochmal ganz kurz in die Grotten rein, weil das haben wir zuletzt aufgemacht und er redet mit uns. Vielleicht, macht zwar wenig Sinn, aber ich guck mal. Und wenn nicht, dann machen wir ein neues Artefakt auf. Wer weiß, vielleicht finden wir es ja einen neuen Artefakt. So, also einfach so, okay, ich guck mal in den Dungeon rein, aber wenn da nichts sofort was Auffälliges ist, lass es. Nö, da ist immer noch der Typ. Keine Anzeichen, dass hier sich irgendwas geändert haben soll. Dann renne ich da nicht nochmal durch. Dann gehen wir nochmal zum Wasserfall. Vielleicht findet sie den ja ganz schön und sitzt da gerade. So rein zufällig. Nope, auch hier ist niemand. War das... Ja gut, schauen wir schnell. Nö, hier ist nix. Ja, ich glaube, die ist nicht hier. Macht halt wenig Sinn. Geh mal raus, komm. Könnt ihr schon mal darauf vorbereiten, dass es gleich eine Umfrage gibt. Zwischen Artefakten. Auf was ihr heute so Lust habt. Zum Tempel. Und dann raus. So, folgendes steht heute zur Auswahl. Die uralte Steintafel nicht. Die steht nicht zur Auswahl. Die haben wir gerade erst bekommen. Ich möchte die älteren Artefakte vorziehen, weil die natürlich mehr Anfang sind und so. Und Starter und die Quest starten. Also, zur Wahl steht das Medaillon. Oder die Glühwürmchenlampe. Oder das Steinauge. Diese drei stehen zur Auswahl. Diese drei Artefakte stehen zur Wahl. Was darf es sein? Wohin geht unsere Reise denn? Wartet gerne auf die Umfrage, die gleich kommt. Bei mehr wie... Wenn es nur zwei Dinger sind, dann kann ich es besser abzählen und so. Aber ab drei wird es dann unübersichtlich. Ja, ich meine, wir waren mal in so einer Stadt, wo wir niemanden verstehen. Aber andererseits sind Städte natürlich immer ein guter Beginn für Quests, ne? Wobei das in diesem Spiel heißt, gubs wie gedopst. Man kriegt eigentlich überall Quests, egal was man jetzt öffnet. Gönnt euch, was ihr möchtet, was euch sympathischer wirkt. Auf, ja, Steinauge. Glühwürmchenlampe. Oder das Medaillon. Die Umfrage läuft. Wo geht die Reise hin? Den Typ nehmen wir einfach noch weiterhin mit. Da ist er nicht so verkehrt im Kampf. Und das Auge wegen Kugelform. Kugel! Ich weiß eh nicht mehr, was hinter dem Zeug steckt. Jetzt außer eben dieses Dorf, aber... Obwohl wir waren in der ersten Session, das sind wir so durchgewascht, ne? In dieser einen Session waren wir noch in so einem Wald-Dungeon, aber ich weiß nicht mehr, welches Artefakt das war. So, gleich ist durch. Letzte Chance.
Steinauge wollt ihr. Mit eindeutigen 75%. Ja gut, nur 4 mitmachen. Aber gut, macht ja nichts. Hauptsache, wenn 4 mitmachen, haben wir bei 3 halt immer ein Ergebnis. Finde ich gut. So, okay, Steinauge. Ich bin gespannt. Steinauge. Kugel. Wo setzen wir das denn hin? Weiß ja gar nicht mehr, wann wir das bekommen haben. Da hinten habe ich gar keinen Platz mehr. Ich setze die Kugel mal hier hin. Was habt ihr getan? Wer jetzt kommt jetzt in Kanalisation? Ne, das ist keine Kanalisation. Das ist das Waldgebiet, wo wir tatsächlich das allererste Mal noch kurz reingelunzt haben. Aber der Kilmersee. Aber wir haben da echt nur kurz reingeteasert. Im Grunde gar nichts gemacht, deswegen bin ich jetzt umso neugieriger. Okay, da habt ihr euch was Schönes ausgesucht. Sieht zumindest sehr einladend aus, finde ich. Und wer weiß, vielleicht hat sich ja Pearl hierhin verirrt. Wir werden es sehen. Die Späher sind noch nicht zurück. Könnten die Feen sie erledigt haben? Ach ja, die bösen Feen. Da war ja was. Die Musik ist hier schön. Halt! Ja, du bist gemein, Fremde. Was ist die Parole? Schweigen ist die Parole. Du kennst die Parole nicht, was? Captain, wir haben hier einen Eindringling. Das merkt man auch ohne Parole. Captain, alle 36 Pinguine haben 3 volle Tage über diese Parole gebrütet. Du willst uns doch nicht zu ewigen Landgang verdonnern, oder? Ah, halt den Schnabel! Zurück aufs Schiff, bevor uns diese Feen finden! Das ist so süß gemacht. Ja, und jetzt haben wir eine neue Mission, Skorgonenauge. Der Typ bleibt trotzdem bei mir? Okay, finde ich gut. Dann mal los, schauen wir uns um. Viel mehr haben wir nicht erlebt. Wobei, ich glaube, wir haben noch einen Ort gesehen, wo Feen waren. Aber dann haben wir, glaube ich, aufgehört. Aber ich weiß auch gar nicht mehr, ob die Feen wirklich so böse waren oder ob die nur rumspinnen. Weiß ja nicht. Aber treffen wir auch mal was? Was bist du denn? Okay, ist ja süß. Ausdrucksloses Auge. Wunderschön. Ich fühle mich ein bisschen overleveled, aber nur ein bisschen. So. Hey, du hast es geschafft. Nimm das mit. Rosa Samen und Elektrizität gefunden, einfach mal so. Wahnsinn. Ah, versteinerte Wesen. Das Problem kennen wir doch. Wenn das die Feen waren. Fischfleisch. Frischer Fisch. War da nicht. Ah, ne, da war nichts mehr. Okay. Ich geh erstmal weiter nach links. Das Südufer. Ah, sieht so schön aus. So eine schöne Location und so eine schöne Musik hier. Das macht Spaß hier. Einfach genießen. Genießen und die Zweihandwaffe hier draufhalten. So muss das. So stelle ich mir einen schönen Spaziergang vor. Yo. Ein bisschen mehr Erfahrung wäre auch nice, aber hey. Gorgonenfeen, ja. Gorgonenfeen, die hat Medusa ausgepupst. So. Sackgasse.
Lass mich durch. Versteinert. Oh, ich liebe diesen Hintergrund. Es sieht so schön aus. Es sieht einfach so schön aus. Ich will jetzt zu diesem See. Stufe. Huch, da ist ja noch wer. Oh yeah. Verzeihung, junge Dame. Ja, aber er ist Kiste. Eilklaue? Okay. Hallo, ich bin eine Schildkröte. Ich möchte dich um etwas bitten. Kannst du genau dort kurz für mich stehen bleiben? Ich drehe mich. Ah, schon besser. Vielen Dank, junge Dame. Die Piraten haben mir das angetan. Sie haben mich bei ihrer Suche nach dem Feenschatz einfach umgerannt. Der Schild, die fehlt dem Priesterhut. Nee, ich habe zuerst an Alexander denken müssen, dass ich den von hinten erstmal so richtig schön reinschlagen muss, damit er wieder auf der richtigen Seite ist. Aber naja. Kennst du die Feen hier? Kannst du die Feen hier eigentlich sehen? Bisher noch nicht. Die Feen zeigen sich nur denen, die eine Bedrohung für sie sind. Wenn du sie nicht sehen kannst, vertrauen sie dir. Ich wirke einen Zauber, damit du sie sehen kannst. Schildkröte, Schildkröte, Schildkröte. Zisch. Was für ein Zauberspruch. Fantastisch. So sind sie. Ja, soweit haben wir noch gespielt. Ich glaube, dann haben wir aufgehört damals. Okay. Menschen sind so dumm. Wir haben doch überhaupt keinen Schatz. Okay. Der Herr des Sees kann mit einem einfachen Blick alles zu Stein werden lassen. Ah, der Herr des Sees war das. Okay. Dank des Steinauges können wir das auch. Nur Feen können es benutzen. Menschen sehen nichts weiter als einen Felsen. Die Frage ist ja viel eher, wie kann man das umkehren? Das wäre wichtig. So, mit welcher habe ich jetzt noch nicht geredet? Hallo? Jetzt kannst du die Feen sehen. Ja, kann ich. Und sie wuseln mir zu viel rum. Du? Ne, die kennen wir schon. Dann die andere in Blau. Ich will doch nur mit der Fee reden. Nein, jetzt bleib doch mal stehen. Du. Wir sind eins mit dem Herrn des Sees. Wenn er stirbt, sterben wir auch. Alles klar, dann machen wir nur fertig, ne? Wir brauchen eine Goldnadel, ja. Das wär's. Wir brauchen viele Goldnadeln, wenn ich mich so umschaue. Die Lady von im See, die Herrin im See, ne? Hui! Meins. Durchsichtige Feder. Okay. Kreuzschlag, cool. Das war doch mal schön. So will der Mensch macht das gar nicht. Ach, ich und meine Augensammlung. Ist das nicht schön? Oh, was sind die wieder? Pinguine, es ist zu riskant, hier zu bleiben. Zurück zum Schiff. Immer so eine Frage, warum sind das eigentlich Pinguine? Also, hätte man die nicht einer anderen Tierart benennen können? Ich weiß, es ist ein Fantasy-Game, aber
Es ist trotzdem etwas seltsam. Naja, ich habe mir Pinguin halt... Ja gut, das ist so eine... Also bei dem verstehe ich es eventuell noch irgendwie, aber bei dem Chefe da, ne? Captain, du willst unsere starrenden Kameraden doch nicht zurücklassen, oder? Sie starren nicht. Sie sind in der Stadt, du Flitzpiepe. Sollte das witzig sein? Noch so eine dämliche Bemerkung, ich bringe euch. Nein, nein, nein. Manieren bei! What the fuck? Captain! Das macht uns harte Piraten doch nicht seekrank. Du musst sagen, ich bringe euch alle um. Sag es, Captain, na los! Das ist geil. Wir sind nur dösbattlige Piraten, Captain. Bei uns helfen nur harte Worte. Die brauchen uns richtig hart. Aber umbringen ist so übertrieben. Das hat meine Mama jedenfalls immer gesagt. Wir Pinguine haben alles nur dir zu verdanken. Sag es, Captain. Sag es wie ein echter Pirat. Aufgehorcht, Pinguine! Noch so ein dummer Witz und ich bring euch alle um! Mein Klabautermann, das war großartig! Du bist auf jeden Fall ein waschechter Pirat! Es ist Zeit, unsere starrenden Kameraden zu rächen! Ein andermal, Pinguine! Zurück zum Schiff mit euch! Dem See entsagen, um mehr vom Meer zu haben. Verstehe. Da tapsen sie weg. Schon süß gemacht. Ja, der Chef ist ein Walross. Ja gut, wenn der sich selbst nicht als Pinguin bezeichnet, dann ist ja alles gut. Das sind schon knuffig. Oh, speichern hier. Bestimmt nicht ohne Grund. Okay. Helfen wir denen doch. Hoch oder runter? Immer den Stein nachher. Eieiei, okay. Haarballen, wow. Fantastisch, danke. Danke für den Haarballen. Wieso musstest du unbedingt herkommen? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich guck nur, was hier abgeht und such Pearl. Ich hasse Menschen. Man sollte alle Menschen versteinern. Und zum Glück machen sie es bei mir nicht. Okay. Und wieder so viele Wege. Was bist du denn? Also ich nehme mal an, dass rechts die Mission weitergeht, deswegen laufe ich jetzt mal hier rum. So. Ihr Fan, na gut. Der eine Bösewicht bei Darkwing Duck war auch ein Walross und hatte Pinguin unter sich. Ah, okay. Da ist das wohl so eine eindeutige Rangordnung. Okay. Dann akzeptiere ich das. Oh oh. Gibt's jetzt Beef? Herr Stein, hä? Hallo? Die vertrauen mir nicht mehr. Was hat das zu bedeuten? Okay, aber sie greifen mich nicht an. Strange. Vielleicht erst später. Wenn hier wieder Frieden ist oder so. Mal schauen. Der Gegner. Mitnehmen. Okay. So, dann noch rechts rum hier. Oh ja, die.
Die mit der vielen Kohle. Blub. Hey. Du gehörst mir. Gönn. Gönn. Ey, nicht so viel. Ey, dieser Typ, ne? Ganz schön raffgierig. So ein greedy Typ, ey. Und er hat fast so viel wie ich bekommen. Frech. Einfach nur frech, sowas. Okay. Pinguine sind eine Art Mensch, oder? Naja. Naja. So schlimm sind Pinguine auch nicht. Ich mag Menschen nicht. Ihr macht nur Dreck. Wir Feen mögen es sauber. Aber ich habe keinen Dreck gemacht. Ich raub nur die Kisten aus. Oh shit, komme ich da überhaupt durch? Nee. Nein. Doch, haha. Giftpulver. Und Weizenähren. Ach, gönn doch mal eine Waffe oder sowas. Okay, ich hoffe, ich bin richtig, aber ich müsste. Der Dungeon ist bisher relativ linear. Mhm. Oh! Du musst dich dem Herrn opfern, wie die anderen auch. Moment, die Pinguine haben damit angefangen, nicht ich. Oh shit. Oh! Nein. Herrje, es ist schlimmer als ich dachte. Ja, geile Idee. Einfach mal nachspringen. Ich sollte wohl hinterher. Wie ist Schildi eigentlich so schnell nachgekommen? Wahnsinn. Bin begeistert. Captain, reiß dich zusammen! Die Menschen denken, dass der Herr des Sees einen großen Schatz versteckt. Die Feen glauben, dass sie sterben, wenn der Herr des Sees stirbt. Aber das sind beides nur Mythen. Hör auf zu schnacken, Schildkröte! Hilf unserem Captain! Na gut. Dann könnt ihr Pinguine euch ja als Lebendköter zur Verfügung stellen und die Dame dort drüben erledigt das Monster. Ja, geile Arbeitsaufteilung. Ist dieser Herr des Sees groß? Ja, das ist er. Wie groß ist er denn? Will ich gar nicht wissen. Sein Körper reicht von hier. Bis hier. Also, dein Plan ist sicher gar nicht so übel, aber... Schluss mit der Trödelei. Und weg. Hey! Captain! Die sah den nach, ey. Oh mein Gott. Der Rest liegt an dir. Boss Time. Okay, ich bin bereit. So groß ist er doch gar nicht. Tatsächlich ein Steinauge. Ein Gorgonauge. Wie auch immer. Als Truff. Oh, der hat aber viele Balken.
Das gefällt mir. Halt, ins Auge, ins Auge. Nein, guck mich an. Guck mich an, wenn ich mit dir kämpfe. Nein, was macht er denn jetzt? Ey. Ich will mal einen Superschlag machen, aber dafür guckst du mich an. Jetzt, komm schnell, jetzt. Wo er wegguckt. Mach doch was. Oh nein. Warum geht mein... Der war doch auf den Schultertasten. Oh Gott, der hat mich ganz kurz versteinert. Warum gehen meine Spezialattacken nicht? Was ist denn da los? Muss doch lange R1 oder R2 drücken und dann passiert was eigentlich. Dann krieg ich auch so einen Fehlsound, seltsam. Kann keine Spezialattacke gerade machen. Dann kloppert man halt so weg. Widerstanden. Ja, schon gleich down. Wurde mir das aus Versehen irgendwie aus weggerüstet? Ich habe keine Ahnung. Wer kann Spezialattacken machen? Wieso ich nicht? Mein Balken ist voll. So frech. Vielleicht weil der Gegner schwebt. Ich weiß es nicht. Dann stirbst du halt langweilig. Fichte. Ey, die Großen gehören mir. Geht bloß weg. Ja, yeah, alle genommst, alles. Alles meins. Captain, schön, dass du noch lebst. Ah, Sian, der Zauber ist auch gebrochen. Ei, die anderen versteinerten Matrosen sind bestimmt auch wieder lebendig. Captain, klettere über uns zur Klippe rauf. Süß. Das ist zu steil für meinen Rücken. Geht das nicht etwas flacher? Klappe, Paddelflosse! Besser kriegen wir es nicht hin! Tut, was er sagt, ihr vorlauten Halunken! Ach Gott. So kommen wir aber nicht hoch zum Klippenrand. Das ist geil. Die armen Pinguine, ey. Das war mein letzter Landgang. Und wir bekommen einen Kranzstahl. Das ist eine schöne Mission. Das hat Spaß gemacht. Cool. Ja, immer noch keine Pearl. Werden wir heute auch nicht mehr finden, denke ich. Ja, Kilmersee haben wir so an sich ganz gut auseinandergenommen. Ich frage mich, wenn wir jetzt nochmal reingehen, wegen den Feen. Ich werde nochmal reingehen, ob die vielleicht noch eine Quest haben. Aber zuerst gucke ich mal, was jetzt mit meinen Spezialattacken da los war. Warum ging da nichts? Ah, okay, geht hier nicht. Schauen wir mal drin, ne? Sieht weniger aus wie ein Betrachter, stimmt. Wie so ein Beholder, ne? Aus D&D, stimmt. Hat Ähnlichkeit. Nur, dass die deutlich nerviger sind, wie der hier. So, was war da los? Wo muss ich denn da nochmal gucken? Ach, jedes Mal auf neue das Menü kennenlernen. Techniken, hier. Ja, es ist nichts mehr drin. Why? Wer hat das rausgenommen? Ja, ich hab's rausgenommen. indem ich mir eine Axt gegönnt hab. Und das ist nur für Schwerter. Okay, alles klar. Die Axtbombe. Jetzt haben wir wieder was. Auf LB. Okay. Stimmt, ja. Je nach Gattung haben wir natürlich andere Spezialtechniken. Und ich habe wahrscheinlich, das letzte Mal war ich shoppen und habe auf Axt geswitcht. Kann man nochmal kurz nachgucken, was ich habe? Ausrüsten. Ach ja, der schwarze Elch. Die Obsidian-Axt, ja. Ich erinnere mich. Alles klar. Dann hat er das sich zumindest aufgeklärt. Wunderbar.
Okay, mal kurz reingucken, ob sich da noch was tut. Eventuell. Und dann, wenn nicht, könnte man eigentlich noch ein Artefakt aufmachen. Bonbon. Aber so tief rein will ich jetzt echt nicht. Ich hab gedacht, wenn die Feen mich jetzt vielleicht noch irgendwas mit was beauftragen. Ich weiß, das ganz am Ende des Dungeons, da war so was Komisches mit diesen Feen. Vielleicht ist da jetzt was anders, ne? Oh, hallo, ich kann nichts machen. Hör das mal auf. Ah, jetzt. Fürchterlich. Oh nein, verwirrt. Oh Gott, ich war verwirrt. Die Steuerung war umgekehrt. Oh nein, tut's schon wieder. Ey, das haben die früher nie gemacht. Und jetzt auf einmal müssen die nerven. Nein. Ich glaube, ich bin wieder falsch rum. So. Danke. Wenn die mal zum Zug kommen, dann wird's eklig. Oder die sind jetzt grundsätzlich stärker, weil die Mission vorbei ist. Startmission sozusagen. Könnte mal eine Fee vorbeikommen? Oder vielleicht sind die jetzt auch nicht mehr da. Aber die sollten noch da sein. Es war ja schließlich nur ein Mythos, dass die sterben, wenn das Vieh weg ist. Cool. Habe ich mal wieder die Sackgasse erwischt. Ah, die ersten Feen kamen doch relativ am Anfang. Okay, ein Screen noch. Ein Screen noch. Jetzt wird mir das zu lang. Wenn die Gegner mal ein bisschen stärker sind, könnte ich ja mal meine neue Spezialtechnik zeigen. Aber hier lohnt sich das halt gar nicht. Windkappe. Was zum Anziehen? Stopp. Mal gucken. Nicht bei dir. Wobei, wir haben zwei Kappen bekommen, also. Wobei, wenn der dann wieder geht, dann ist die Kappe weg, ne? Ja, eigentlich nicht cool. Ach nee, wir haben Rüstung, Handschuhe, wir haben gar keine. Oder wie schaut das aus? Was haben wir denn hier? Schlüsselbein, Tierknochenamulett. Macht dieses Ausrufezeichen auf plus 3, was auch immer das bedeutet. Aber keinerlei Defense. Nee, 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 nee. Hier ist die Windkappe. Der Eisentopf. Moment, was habe ich denn gerade? Der Eisentopf ist, habe ich gerade drinnen, ne? Nee, ich habe hier Menusstiefel drin. Und die geben mehr. Ich glaube, der Eisentopf ist da besser. Sorry. Ja, jetzt haben wir nämlich 4 auf alles. Das sieht schon besser aus. Ich weiß gar nicht, wo wir den her haben. Auf einmal war er da. Windkappe? Nö, kannst du knicken. Sonst haben wir nichts. Dann schaue ich lieber auch mal hier rein. Wobei, wir haben es ja jetzt schon optimieren gemacht. Ja. Ah, okay. Da steht zwar Rüstung, ne? Aber man kann ganz nach Belieben. Ja gut, natürlich von jedem Körperteil nur eins. Okay, das macht Sinn. Aber eine Rüstung ist schon sinnvoll, denke ich. Okay, gut. Und bei den Waffen? Diese Bogen. Minus Zweihänder. Ja, ist aber alles nicht so gut wie das, was ich jetzt gerade habe. 12, 18. Ich bleibe bei 26. Hm. Okay. Begleiter ist mir wurscht. Weiter geht's. Ein Screen noch. Da waren Feen. Hier waren Feen. Die sind nicht mehr da. Nö, ich laufe nicht nochmal den ganzen Dungeon durch. Das könnte knicken. Nö, ich gehe zurück.
Wenn die Feen auf mich keinen Bock haben, habe ich auch keinen Bock auf sie. So einfach ist das. So, ich bin gerade am Überlegen. Ich glaub, wir machen jetzt nicht nochmal ein Vote. Ich werde jetzt dieses eine andere Artefakt noch machen. Weil wir haben ja jetzt nur noch so, ja, nicht mal mehr eine halbe Stunde. Das ist echt krass, wie die Zeit vergeht, ne? Wir machen jetzt dieses eine Artefakt, wo wahrscheinlich nochmal ein Dungeon ist. Und das nächste Mal, erinnert mich gerne dran, falls ich es vergessen sollte, also nächste Woche zu Legend of Mana, machen wir dann dieses Glühwürmchen-Dingsbums auf, die Stadt, wo uns niemand verstanden hat. Weil die Sprache, die dort herrscht, die müssen wir lernen. Und das würden wir heute eh nicht mehr hinkriegen. Da gab es nämlich, falls ihr euch erinnert, da gibt es so einen Dolmetscher. Und da müssen wir das uns alles ein bisschen merken, damit wir uns überhaupt verständigen können. Und das machen wir am besten zu einer frischen Session, würde ich vorschlagen. Wenn wir das dann nächste Woche geöffnet haben, dann gibt es wirklich nur noch neuen Content. Wobei das hier ja auch schon neu war. Zumindest wie es geendet hat, ne? Nur schade, dass die jetzt alle weg sind. Also auch die Piraten und so. Okay, raus hier. So, dann haben wir nämlich auch ein bisschen was geschafft hier. Also, ich mache jetzt, das Medaillon auf. Weil, also korrigiert mich gerne, falls ihr es noch anders in Erinnerung habt. Ich meine, die Glühwürmchenlampen war die Stadt, wo uns niemand verstanden hat, ne? Somit kennen wir das Medaillon noch gar nicht. Und die uralte Steintafel, die ist ja brandneu. Die machen wir eh zum Schluss auf. Ja, dann wäre das der Plan. Okay. Dann gucken wir mal rein. Ins Medaillon. Das setzen wir. Das werden unsere Nachbarn. Hoffentlich haben wir gute Nachbarn. Mal schauen. Im Dschungel. Ja, ein Dschungel. Es ist ein Dschungel. Okay, rein da. Mal schön verirren hier zum Schluss. Zum Glück kann man überall speichern. Die uralte Steintafel ist brandneu. Ja, das klingt natürlich komisch. Hört bitte mal zu! Heute ist euer Glückstag! Wenn ihr ein Gugert fangt und mir feinen Pfampf bringt, was passiert dann? Keine Ahnung. Meine Güte, Protzi! Du raffst es einfach nicht, oder? Was passiert denn dann? Dann erlässt er uns unsere Schulden. Stimmt doch, oder, Mr. Edepetete? Ich heiße nicht Mr. Edepetete. Bitte nennt mich Horst. Geil. Und eure Pfunden werden euch auch nicht vom Zinsen erlassen. Statt 10 Millionen Lucre müsst ihr dann nur 9 Millionen 89.000 Lucre zurückzahlen. Warum schulden wir dir so viel Geld? Wir schrubben doch nur die Villa der gnädigen Frau. Du raffst es wirklich nicht, oder? Mr. Edepeteta hat uns reingelegt. Ich hab euch nicht reingelegt. Ihr müsst alles bezahlen, was ihr zerstört habt. Ach, naja. Ohne Fleiß keinen Preis, wie es so schön heißt. Was bedeutet das?
dass du 500 Dukates fangen musst, wenn du die Schulden loswerden willst. Hey, was ist ein Klacks? Hm. Ich heiße nicht Mr. Edepetete. Jagd auf Dukate. Dukate, Dukate. Okay, das ist so geil. Für jeden Dukate-Pfampf, den du mir bringst, bekommst du 22.000 Luke. Ist das dein Ernst? Ich hoffe, ich finde davon noch was. Die Verfeld. Ja, was auch immer. Okay. Ach, cool. Das haben sie schön gemacht, wirklich. Und das, da bin ich auch zuversichtlich, dass Chrono Cross auch geil übersetzen werden, weil da gab es ja auch schon immer diese besonderen Dialekte und so weiter und so fort. Oh! Was ist denn jetzt? Südlich. Ach, das sind wieder Feen. Menschen sind ja so lästig. Ich hasse sie. Das hatten wir schon mal. Ey, ich wollte mit... Oh Gott, ich werde mich sowas von verirren. Oh Gott, das ist so ein Dschungel. Nee. Ich werde hier nie was finden. Oh Gott. Aber das wird lustig. Wir werden uns einfach mitten in den Dschungel hocken und dann das nächste Mal an der Stelle weitermachen. Oh Gott, die Zombies. Nice. Einmal gucken, vielleicht schaffen wir noch was. Was passiert denn da mit mir? Okay, Zombies down. Das ist auch down. Keine Ahnung, wohin. Aber das ist doch gut. Diesen Holzkopf werde ich mal... Dieser Holzkopf würde nicht mal diesen Weg finden. Nein, nein, meine Kiste, meine Kiste. Und ich habe ein ausdruckslos... Oh, ich will keine ausdruckslose Augen mehr. Bitte nicht. Okay. Okay, aber es läuft, es läuft. Tierfleisch. Wow. Meins, 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 meins. Faules Fleisch. Ey, sag mal. Kann in diesen Kisten mal was Gutes drin sein? Nur einmal. Oh Gott. Hallo. Hast du dich verlaufen? Ihr Menschen habt einfach keinen Orientierungssinn. Ja, da sagst du was. Vor allem ich. Bin dann nochmal so eine Unterart, glaube ich. Ja, danke für die Hilfe. Ja, das bin ich. Nach 3 weiteren Sessions, wo ich immer noch in dem Dschungel rumrenne. Dann sehe ich auch so aus. Ihr müsst mich nicht immer gleich so zermalmen oder was ihr da tut. Das ist ja ekelhaft. Oh komm, mit dem machen wir jetzt mal. Hast du noch. Oh nein, der hat mich. Ich will meine Power machen. Die Axtbombe. Los geht's. Der steht gut. Bams! Okay, das war gut. Axtbombe hat getroffen. Dafür gibt's Graberde. Alles klar. Okay. Süße Gegner. Mal wieder. War eine echt gute Idee, jetzt noch in den Dschungel zu gehen, ne? Das war ein guter Plan von mir, ja. Absolut. Aber es gibt Schokolade. Und einen Hermesstab. Ja, super. Für einen Zauberer habe ich jetzt wieder was.
Moos. Ohne Moos nichts los. Damals, ne? Als Kind, dieses Brettspiel. Kennen, glaube ich, nicht so viele. Ohne Moos nichts los, das Brettspiel. Ich habe es so geliebt. Ich habe das so gerne gespielt. Das war so mein Ding einfach. Mein Humor und alles. Ohne Moos nichts los. Ganz tolles Brettspiel. Der Oberdino kennt's noch. Nice. Warte mal, da kam ich her, oder? Ja, jetzt mal nach unten, da unten weiter, ja. Man merkt es ja auch, hier sind die Gegner sehr angenehm. Gut zu meistern. Hallo, Fee. Von hier ist das Feenland nicht mehr weit. Pass auf, dass du dich nicht verläufst. Ich habe mich hier schon ein paar Mal verlaufen, aber ich, wenn ihr meint, es ist nicht mehr weit, okay. Dschungel-Eingang. Eingang? Was ist denn hier los? Melf, das ist eine Lillibohne. Für eine Einficke bekommt man 100.000 Lucre. Wenn du viel für mich fängst, entlohne ich dich für Fliff. Ich will. Du wolltest mich nicht fangen. Fang die Kugel, die hier herumrafft. Oh. Oh. Ach je. Fliff abgehauen. Ja, das ist sad. Oh Mann, vor allem sad ist es, dass ich wieder am Anfang bin. Die Feldfarm. Dachte immer, die Lillibohnen vereinen nur ein Milchfass. Okay, ja, nochmal rein, ne? Bringt ja jetzt nichts. Jetzt halte ich mich mal mehr nach unten. Achso, da ist gar nichts, okay. Aber ich halte mich trotzdem mehr nach unten. Du! Ja, was ist denn jetzt mit dir? Oh, come on. Kannst dich fangen, ich kann's nicht essen. Ja, was mache ich denn damit? Na gut. Ein seltsamer Dschungel. Man merkt es schon. Gut, schönen Abend dir noch, Max. Bye. Weg damit. Ah, die nerven ein bisschen. Ach, jetzt ist er wieder auf meinem Kopf. Geh weg. Yeah. Jetzt gönn mal was hier. Hier ist gar nichts. Hier waren wahrscheinlich mal Kisten oder was. Oder hier kommt später irgendwas. Okay. Am Anfang hat man nicht gar nicht so den die Auswahl, ne? Ey. Naja, irgendwann werden wir schon was finden. Level! Das dauert jetzt schon deutlich länger, ne? Aber ist ja auch klar, man kriegt hier nicht so viel. Nur eine Fee? Mann, die verarschen mich doch die ganze Zeit. So, wie laufe ich jetzt? Mal hier runter. Und nochmal runter.
Das kommt mir vertraut vor. Nee, nochmal zurück. Das ändert sich doch. Da war... Obwohl, ja, vielleicht war die nicht im... Nee, ich bin jetzt... Ich bin jetzt nicht am Anfang. Jetzt rennt er wieder... Okay, ich renne ihm nach. Oh, shit. Ja, so viel zum Thema. Ich bin wieder am Anfang. Hä? Der Dschungel ändert sich die ganze Zeit. Das kann nicht sein. Also, das kann nicht sein. Da wirst du ja bekloppt. Okay, ich gehe mal den Weg weiter. Ich werde mich jetzt mal mehr rechts halten. Weil links ist ja offensichtlich der Ausgang. Immer jetzt rechts. Die ganze Zeit. Und wenn ich dann wieder am Anfang bin, dann habe ich keinen Bock mehr. Regenhof. Ah, shit, das war jetzt da, wo wieder nichts ist, oder? Beim Regenhof. Okay, egal, dann geh mal eins hoch und danach rechts. Alles gut. Er muss die Blumen fragen. Oh, please, no. Lasst mich in Ruhe. Dreh dich um und greif die Zombies an. Ach, dieses ungewollte Leveln immer, ne? Aber wir müssen es dann wenigstens freiwillig nicht mehr tun. Ich glaube, wir sind echt gut dabei aktuell. Da passt das schon. Ich finde auch ehrlich gesagt Zweihand ziemlich OP in dem Spiel. Das hat man vielleicht noch gemerkt, als ich in der ersten Session noch mit dem normalen Schwert unterwegs war, wo das bei Weitem nicht so gut lief, auch am Anfang nicht. Und hier klopfst du ja alles weg. Die kenne ich definitiv schon. Geh mir aus dem Weg. Und jetzt mal nach rechts. Hopp, es muss ich irgendwann wieder nach... Na, jetzt laufe ich wieder links. Aber ich bin doch jetzt weiter oben. Ich kann jetzt nicht schon wieder zum Ausgang kommen. Das gibt's nicht. Westlicher Dschungel. Okay, ich muss auch öfters diese Titel lesen. Das hilft vielleicht auch. Ne, jetzt komme ich wieder zum... Moment, was stand da eben? Also, da durchging. Jetzt kommt das nicht mehr. Oh, da stand doch eben noch was. Warum ist das auch immer so schnell weg? Hat das Angst? Hat das Angst, gelesen zu werden? Ein Zombie, okay. Okay, das könnte neu sein, keine Ahnung. Aber eigentlich wollte ich doch nach rechts immer mich halten jetzt. Ugh. Ich habe keine Ahnung. Da brauchst du echt eine Map, ey. Vor allem, wenn sie es so absichtlich noch verwirrend machen. Okay. Okay, jetzt rechts. Okay, los geht's. Rechts. Hoch. Das sieht gut aus. Ich habe ein gutes Gefühl, Leute. Der südliche Eingang mit ganz... Nee. Nee. Das kann nicht sein. Nee. Ich bin wieder hier. Die verarschen mich. Die verarschen mich. Das kann nicht sein. Dieser Dschungel hat kein Ende. Du kommst hier nicht mehr lebend heraus. Das ist... Also gut, ich könnte jederzeit nach links jetzt raus, aber... Das macht keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn. Da nach unten geht's nicht. Wenn ich wenigstens die Typen nochmal finden würde. Also die eine habe ich ja einmal gefunden, aber den anderen Kerl irgendwie nicht. Oh mein Gott, ey. Letzter Versuch. Dann lass es gut sein. Keine Ahnung, ob es da einen Trick gibt oder ob das einfach nur richtig verwirrend ist. Aber ich habe das Gefühl, ich drehe mich hier die ganze Zeit im Kreis.
Die Feen könnten ja auch mal nett sein, mir Orientierungssinn schenken, ne? Der Regenhof, da war ich jetzt schon zu oft. Dann bin ich da hoch, das habe ich auch schon zu oft gemacht. Was habe ich noch nicht oft gemacht? Die drei Zombies, die kann ich auch nicht mehr sehen. Ich glaube echt, dass das... Man dreht sich hier nur im Kreis, also... Also selbst total lost hätte man schon zufällig was finden müssen mittlerweile, denke ich mal. War halt eine größere Level-Session heute. Immerhin hatten wir einen Boss. Immerhin. Da rechts komme ich halt nicht rüber. Ja, die eine Fee. Ja, da hast du doch nicht die Wahl. Ich bin schon so oft nach oben gerannt. Könnte. Da gibt es auch keinen anderen Weg gerade. Mich wieder hier und... Nee, da geht's auch nicht hoch. Nee, irgendwas stimmt hier nicht. Ganz böser Dschungel. Ich gehe raus. Der Dschungel hat uns besiegt. Alles gleich, yay. Zeug, was in den Kisten drin war, kriegt man hier auch nachgeschmissen. Wenn ich jetzt runtergehe, dann bin ich... Ah, schon. Okay, nochmal zurück. Es ist halt auch so fies, dass sich die Richtungen auch immer ändern. Anstatt, dass sie mal logisch beieinander bleiben. Ja, wieder beim westlichen. Also ich war bisher immer nur beim westlichen und beim südlichen. Was anderes wollte noch nicht so klappen. Vielleicht ist der richtige Weg auch richtig gut versteckt. Man sieht ihn nicht so gut. Kann ich mir auch vorstellen. Der eine Zombie, den kenne ich auch schon. Oh, das eventuell? Laubgärten? Waren wir da schon mal? Laubgärten? Weil das war jetzt ein bisschen versteckt, fand ich. Mal schauen. Vogelfleisch. Aha. Hallöchen. Ich wirke einen Zauber auf dich, damit du dich nicht verläufst. Ich wusste es doch. Ich wusste, da ist was nicht richtig. Da muss noch was gemacht werden. Danke. Hallöchen. Ich wirke einen Zauber... Ja, hast du schon. Aber doppelt hält bekanntlich besser. So, und jetzt laufe ich automatisch immer richtig, okay? Das wäre cool. Nee, wahrscheinlich sehe ich jetzt erst den richtigen Weg. Eine scharfe Kralle. Okay, Leute, wisst ihr was? Dann machen wir an der Stelle einen Cut. Es ist zwar ein bisschen, ja, ich weiß, mutig, mitten im Dschungel, aber jetzt haben wir den Durchblick. Da brauchen wir die Erinnerung nicht mehr. Beziehungsweise, ich bin eh nur im Kreis gerannt. So groß ist das Gebiet bis jetzt gar nicht gewesen. Und da wir jetzt eben die Orientierung haben, ja, werden wir das schon hinkriegen das nächste Mal. Bin ich einfach mal zuversichtlich. So. Okay, Leute. Das war schön. Das hat Spaß gemacht. Mal wieder ein schöner Start in die Woche hier. Ja, rollenspielmäßig geht es morgen ja gleich weiter mit Xenosaga.
Da zwar nur 3 Stündchen, aber es gibt ja zu späteren Stunden nochmal einen Stream. Und natürlich freut es mich, wenn ihr da wieder mit dabei seid. Wir haben Orientierung, ja. Der Pinguin hat's gesagt. Der hat mich verzaubert. Ich vertraue ihm. Ich vertraue ihm auf jeden Fall mehr wie den Feen und was sonst noch alles in dem Wald da ist. Ah, das wird schon. Das wird schon. Ja, morgen Xenosaga. Absolut, Neuland für mich. Ich bin gespannt. Vor allem ist es gleich der 3. Teil, aber ich glaube, die gehören eh nicht so groß miteinander zusammen. Da werden wir auch Pascal, der sich das gewünscht hat, als Gast haben, beziehungsweise Sykoden-Fan,